Wenn am Sonntag ein neuer Bundestag gewählt würde, käme die AfD auf 19%. Das ist der höchste Wert, den die Partei im Deutschlandtrend jemals erreicht hat. Im thüringischen Sonneberg werden die Bürger am Sonntag tatsächlich an die Wahlurnen gerufen, um einen neuen Landrat zu bestimmen. Es ist bereits die Stichwahl und in der tritt der AfD-Kandidat Robert Sesselmann an als Favorit gegen den CDU-Mann Jürgen Köpper. Sesselmann hatte schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit nur ganz knapp verpasst. Die Stichwahl in Sonneberg gilt als Stimmungstest für die Landtagswahlen 2024 in Ostdeutschland. Mehr von Isabel Finzel. Sonneberg vorm Stichwahlwochenende. Am Sonntag könnte der AfD hier etwas bisher bundesweit Einmaliges gelingen, der Einzug ins Landratsamt. Nur knapp verpasste der AfD-Kandidat Mitte Juni die absolute Mehrheit. Viele Bürger hier sind frustriert, wollen Veränderung, sagen sie. Endlich mal den Deutschen helfen, den Rentnern, die keinen Gasabschlag mehr bezahlen können. Verändert sollte ja eigentlich einiges werden, aber ob das im Rahmen von der AfD liegt, ist in der Hinsicht fraglich. Die AfD scheint inzwischen kein Aufregungsfaktor mehr zu sein. Einen AfD-Landrat würden 43% der Deutschen laut einer Civil-Umfrage für Welt gar nicht beunruhigend finden. Doch die Partei will noch mehr als das. In den Ländern und im Bund mitregieren, bei der nächsten Bundestagswahl sogar einen Kanzlerkandidaten aufstellen. 34% der Bürger bewerten das positiv. Bisher will keine Partei mit der AfD koalieren. Aber 37% der Deutschen sagen, die anderen Parteien sollten sich für Koalitionen mit der AfD öffnen. Die CDU lehnt dennoch weiter ab. Wir können mit niemandem koalieren, der offen Rechtsextreme in seinen Reihen zulässt. Das ist einfach ein Ausschlusskriterium. Ich habe nichts gegen konservative Politik, aber das ist eine rote Linie, das ist ein No-Go und das sage ich auch jedem Wähler, der mit uns darüber spricht. Kurz vor der Stichwahl in Sonneberg versucht der CDU-Kandidat, die Wahl seines AfD-Kontrahenten noch zu verhindern. Wir kommen mit den Leuten ins Gespräch, die Gespräche sind auch gut, stimmen mich auch wirklich optimistisch, viel miteinander reden, politische Entscheidungen erklären, das ist der Weg, denke ich immer, wie wir die Nichtwähler bekommen. Am Sonntag wird sich zeigen, ob die Wähler den etablierten Parteien nur mit Abwahl drohen wollen oder die AfD wirklich die Wahl gewinnen lassen. Steffen Schwarzkopf ist bereits heute für uns in Sonneberg. Hallo Steffen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass am kommenden Sonntag aus diesem Protest dann wirklich echte Prozente werden und wie ist die Stimmung vor Ort? Also zunächst einmal, das lässt sich natürlich nicht so ganz genau prognostizieren. Warum? Weil vor zwei Wochen gerade mal 49% der Wahlberechtigten auch tatsächlich in die Wahllokale gegangen sind. Also da ist durchaus noch Wählerpotenzial und darum ist es beispielsweise auch der CDU in den letzten zwei Wochen und dem Spitzenkandidaten gegangen, wirklich von Tür zu Tür zu laufen und die Menschen zu überzeugen. Und wenn ich vom Wahlkampf heute spreche, der fällt so ein bisschen ins Wasser. Es regnet den ganzen Tag. Wir sehen die Wahlplakate hier. Wir sehen beispielsweise auch Jürgen Köpper, den Spitzenkandidaten der CDU. Und wenn ich über die Stimmung spreche, dann ist es vor allem, ich würde sagen, Unzufriedenheit, die man hier spürt, teilweise gar nicht so richtig zu greifen. Wenn man sich zum Beispiel die Arbeitslosenquote anschaut, dann liegt die im Landkreis bei 5,7%. Das heißt, die Menschen haben nicht das Problem, dass es nicht genug Arbeitsplätze, nicht genug Jobs gibt. Die gibt es hier Tatsache. Ein großes Thema im Übrigen, und da möchte ich noch ein paar andere Wahlplakate hier zeigen, das ist Einwanderung, Immigration, Flüchtlinge. Das ist das, was wir immer wieder sehen, was wir immer wieder hören. Hier zum Beispiel ein Plakat der AfD, unser Land, unsere Regeln. Und das trifft ganz offensichtlich so den Nerv der AfD-Wähler. Das haben wir immer wieder gehört. Sätze wie, ich habe nichts gegen Ausländer, aber, und dann kommt das große Aber, es kann nicht sein, dass so viele Einwanderer zu uns kommen und es kann nicht sein, dass unsere Kita-Plätze weggenommen werden oder unsere Schulplätze weggenommen werden. Also das sind die Dinge, die wir hier heute vor allem hören. Jetzt eines noch, ich habe es angesprochen, das Wetter relativ schlecht. Am Sonntag, da soll Tatsache die Sonne auch scheinen, 27 Grad, also das Wetter selbst kann nicht der ausschlaggebende Faktor sein, was die Wahlbeteiligung angeht. Also das
könnte, sollte funktionieren und gerade aufgrund der Tatsache, weil ja auch die anderen Parteien, also die SPD, die FDP, die Grünen, die Linken dazu aufgefordert haben, ihre Anhänger den CDU-Mann zu wählen, würde ich sagen, ist das Rennen noch offen. 11 Prozentpunkte waren es vor 2 Wochen, die die beiden Kandidaten von AfD und CDU getrennt haben. Das könnte durchaus noch enger werden, aber die AfD hofft natürlich, dass sie tatsächlich hier Historisches sozusagen in diesem Landkreis schafft, Historisches auch in Deutschland schafft und den ersten Landratsposten damit bekleiden wird. Steffen, vielen Dank für deine Informationen aus Sonneberg. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Zugeschaltet ist der CDU-Politiker Mario Vogt. Er ist Fraktionsvorsitzender im Landtag von Thüringen. Wir grüßen Sie, Herr Vogt. Guten Abend. Hallo, ich grüße Sie auch. Am Sonntag schaut Deutschland also jetzt ins thüringische Sonneberg. Dort wird möglicherweise zum ersten Mal ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt. Wie groß ist die Verantwortung der CDU, dass es dort so weit kommen könnte, muss man sagen? Ja, die CDU kämpft und ist die Kraft, die sich der AfD da entgegenstellt. Wir haben im ersten Wahlgang 4 Prozentpunkte hinzugewinnen können im Vergleich zur letzten Wahl. Alle anderen Parteien waren deutlich abgeschlagen, aber jetzt heißt es natürlich, dass alle Parteien da auch zusammen werben für den Jürgen Köpper, für jemanden, der aus der Region kommt und der eben nicht die Probleme in Berlin thematisiert, sondern die Sorgen vor Ort in seinem Landkreis Sonneberg lösen will. Ganz kurz, aber Sie weiten das Bild jetzt auf alle Parteien. Meine Frage bezog sich ja auf die Verantwortung der CDU. Ja, die CDU ist, glaube ich, gut beraten, auch den Unterschied deutlich zu machen. Wir sind eine lokal verwurzelte Partei. Das ist eine Heimatpartei in Thüringen. Ich glaube, damit haben wir im ersten Wahlgang gepunktet. Und der Unterschied zur AfD ist ja, die benennt Probleme, aber löst keine. Sie lebt im Prinzip unter dem Motto, wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut. Und im Prinzip geht es in Sonneberg um Mutmacher CDU oder Miesmacher AfD. Und das ist etwas, was wir jetzt versuchen wollen, auch in den letzten 72 Stunden noch zu mobilisieren, mit Tür-zu-Tür-Aktionen Menschen zur Wahl aufzurufen. Ich glaube, das lässt sich gut an. Und wir bekommen viel Unterstützung von Unternehmen, von Handwerkern, aber natürlich auch aus der Zivilgesellschaft. Also ich glaube, das ist ein gutes Signal. Ja, die Beschreibung von Ihnen, die teilt wohl nicht jeder Bundesbürger oder jede Bundesbürgerin. Denn man muss ja sagen, gewisserweise steht Sonneberg gerade sinnbildlich für die Lage der CDU. Weil während im Bund die AfD weiter steigt, stagniert und sinkt die Union. Und Ihre Partei scheint bis dato ja kein richtiges Gegenmittel gefunden zu haben. Na, ich will schon mal festhalten, die CDU hat mit 29% im Deutschland-Trend ein Drittel der Wähler hinter sich. Und damit ist sie mehr als 10 Prozentpunkte vor der Kanzlerpartei. Ich glaube, das ist ein deutliches Signal, dass die Menschen sich die CDU unter Verantwortung wünschen. Die Union muss aber mit Klartext überzeugen, weil wir erleben ja momentan einen Kulturkampf von links. Die Menschen haben den Eindruck, dass der Staat in bestimmten Bereichen, wo er eigentlich liefern müsste, in Bildung, bei Migrationsfragen, bei der Infrastruktur, bei Gesundheit und Pflege, nicht liefert, aber dafür sich in viele Bereiche des Lebens einmischt und Menschen vorschreiben soll, wie sie zu leben haben, wie sie zu heizen haben, was sie zu essen haben, wie sie sich fortzubewegen haben. Und das sorgt natürlich für Frust. Und ich glaube, das auch in Berlin anzusprechen, ist Aufgabe der Union. Da haben Sie recht. Während Friedrich Merz ja immer wieder beteuert, die Brandmauer zur AfD stehe, hat Alice Weidel hier im Welt-Interview erklärt, in dieser Woche übrigens, CDU und AfD würden längst miteinander sprechen. Einer von beiden muss da entweder die Unwahrheit sagen oder schlecht informiert sein. Können Sie denn ausschließen, dass Gespräche in den Landesparlamenten oder in den Kommunen zwischen beiden Parteien stattfinden? Also ich kann sagen, bei uns in Thüringen gilt eines ganz klar. Wir haben keine Gespräche mit der Höcker AfD, weil das sind Extremisten. Und dementsprechend tun wir uns da auch keinen Gefallen, wenn wir solchen Lügen wie von Alice Weidel aufsetzen. Und ich glaube, das ist bewusst gestreut worden. Ich erlebe das gerade in Sonneberg. Da werden Audionachrichten über WhatsApp mit Lügen über unseren Kandidaten quasi im Tagestakt verbreitet. Das ist eine Form von Politik, die hat eine neue Dimension, gefährdet unsere politische Kultur. Und umso wichtiger ist es auch, dass wir in Sonneberg zeigen, dass man mit guten Sachargumenten und mit einer emotionalen Ansprache für die Heimat gewinnen kann und nicht mit solchen Lügen.
Lassen Sie uns bitte noch über Ihren Parteikollegen sprechen, den sächsischen Ministerpräsident Michael Kretschmer. Dieser forderte auch hier bei Welt im Interview diese Woche umgehend die Reparatur der durch einen Sprengstoffanschlag zerstörten Pipeline Nord Stream 1. Damit würde Deutschland ja die grundsätzliche Bereitschaft signalisieren, irgendwann wieder Erdgas aus Russland zu beziehen. Hat Herr Kretschmer hier Ihrer Meinung nach einen Punkt, auch wenn das eine Aussage ist, die nicht gerade auf die Zustimmung derzeit trifft? Ich glaube, Michael Kretschmer und ich sind uns sehr darin einig, dass wir erstens auch auf Diplomatie setzen sollten, dass es nicht nur um mehr Waffen geht, sondern auch um mehr diplomatische Bemühungen und vor allen Dingen auch um eine Perspektive, die Russland auch nach einem Kriegsende nicht zurücklässt, ohne eine Bindung auch an Europa zu haben. Es ist das größte europäische Land und umso wichtiger ist es, dass man da auch diese Perspektive im Blick behält. Momentan also steht auch wieder russisches Gas kaufen. Zuerst einmal bedeutet es, einen Krieg zu beenden. Und ich glaube, das ist durchaus wichtig. Und im zweiten Schritt bedeutet das natürlich auch, wirtschaftliche Beziehungen Richtung Russland auch wieder zu intensivieren. Ich glaube, das ist ein Weg, den wir gehen müssen. Aber das sind wir noch, sage ich mal, Monate und Jahre davon entfernt. Aber die Initiative von Michael Kretschmer zielt ja auf die Zukunft. Also die Zukunft mit oder ohne Wladimir Putin? Ja, das Ziel wäre natürlich immer, dass es tatsächlich freie Wahlen in Russland gibt. Und dann, glaube ich, wird das auch richtig entschieden. Sagt Mario Vogt, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Thüringen. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen. Beste Grüße nach Berlin. Und weiter geht's mit unserem Weltspezial. Salomonisch könnte man jetzt natürlich fragen, was wäre eigentlich so schlimm daran, wenn erstmals ein Landrat in Deutschland aus den Reihen der AfD kommt? Es würde ja schließlich nur dann passieren, wenn eine absolute Mehrheit der Wähler am Sonntag in der Stichwahl dafür stimmt. Es wäre somit ein demokratischer Prozess. Die Bürger von Sonneberg müssten umgekehrt auch mit den Konsequenzen leben, einen Parteikollegen von Björn Höcke in eine Leitungsposition befördert zu haben. Möglicherweise entzaubert sich der Kandidat auch ganz alleine. Die Kollegen vom Meinungsforschungsinstitut CIVEI haben dazu Fragen gestellt. Janina, schön, dass du bei uns bist. Wir haben gerade schon mit Steffen Schwarzkopf in Sonneberg gesprochen. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, ist das ein Thema, das nur Thüringen beschäftigt? Oder würde es auch die Menschen im restlichen Land beunruhigen oder gar nicht beunruhigen, wenn ein AfD-Kandidat erstmals Landrat werden würde in Deutschland? Ja, dafür bietet sich natürlich die Demoskopie an. Und deshalb haben wir einmal bevölkerungsrepräsentativ in ganz Deutschland gefragt, würde es sie eigentlich beunruhigen, wenn ein Landrat der AfD gewählt wird. Und da sehen wir tatsächlich, eine Landratswahlgewinn der AfD würde mich beunruhigen. Dem stimmen 52% der Deutschen zu. Das ist mehr als jeder Zweite. 5% sind unentschieden. 43% lehnen diese Aussage ab, sind also nicht so beunruhigt. Wir sehen in unseren Auswertungen, dass insbesondere ältere Menschen eher beunruhigt sind. Und das ist natürlich naheliegend, die Anhängerinnen und Anhänger der eher linken Parteien. Jetzt hat die AfD in dieser Woche ja angekündigt, sie wolle bei der nächsten Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin aufstellen. Wie sieht das denn aus in der Bevölkerung? Trifft das auf Zustimmung oder Ablehnung? Ja, das können sich sicherlich viele von uns noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber die AfD hat es eben angekündigt und deshalb haben wir hier einmal gefragt, würden Sie es begrüßen, dass die AfD einen Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl aufstellt? Und wir sehen tatsächlich 34%, also etwas mehr als jeder Dritte, ziemlich genau jeder Dritte findet es positiv. Jeder Fünfte knapp mit 19% ist unentschieden und knapp die Hälfte sieht das eher negativ. Auch hier ist klar, die Anhängerinnen und Anhänger der AfD finden es natürlich besonders positiv. Das sind aktuell relativ viele. Die Anhängerinnen und Anhänger der linken Parteien, die sehen das besonders negativ. Aber 34% ist natürlich schon ein Wort. Diese Zahl müsste ja auch die Unionspolitiker beunruhigen, denn die Union ist ja durchaus die Partei, die wahrscheinlich noch am ehesten wieder AfD-Wähler zurückgewinnen könnte oder das auch will. Wer wird denn da überhaupt für möglicherweise eben fähig gehalten, Wähler zurückzugewinnen? Dafür haben wir die Deutschen mal gefragt, wem der aktuell bekannten CDU-Politiker sie es denn zutrauen würde, wieder Stimmen von der AfD zurück zur Union zu holen. Und da sehen wir, 10% sprechen sich hier für Friedrich Merz aus, 17% jeweils für Hendrik Wüst oder Markus Söder.
Eine traurige Zahl, 49% sagt keinem der Genannten, 7% sagen weiß nicht. Ich persönlich fand es nochmal spannend, auch in die Anhängerschaft der Union reinzuschauen, weil da sehen wir noch mehr Zuspruch für Markus Söder. Ihm traut man es am ehesten zu unter den Unionsanhängern. Aber auch diese Zahlen, die bevölkerungsrepräsentativ die ganze Bevölkerung gefragt haben, auch die sprechen ja sicherlich für sich. Ganz interessant sind ja diese 49%, die jetzt sagen, keiner der Genannten. Und da möchten wir an dieser Stelle unseren Kollegen Max Hermes im Deutschen Bundestag dazu holen. Max, wenn wir jetzt diese Zahlen sehen, du hast sie gerade auch verfolgt und gehört. Wie erklärst du dir das, dass die CDU eben nicht in der Lage ist, hier bei den AfD-Wählern zu punkten bzw. Protestwähler auch zurückzugewinnen? Friedrich Merz hatte sich ja einst auf die Fahne geschrieben, dass er die AfD-Wähler halbieren wollte, die Wählerschaft. Diese Aussage hat er mittlerweile zurückgezogen, hat gesagt, das ist 4 Jahre her, das gilt so aktuell nicht mehr. Und die Ampelkoalition wäre vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass die AfD so hohe Zustimmungswerte hat. Aber klar ist, auch die CDU schafft es eben nicht, ein klares Profil zu zeigen, was jetzt möglicherweise dann auch für AfD-Wähler attraktiv sein könnte. Das Dilemma ist so ein bisschen, man ist weder richtig rechts noch richtig links. Friedrich Merz vor allen Dingen derjenige, der für diesen Wankelkurs so ein bisschen steht. Also man weiß nicht, ist er der konservative Hardliner einerseits oder ist er derjenige, der progressiv ist, der vielleicht auch für ein grünes Wählermilieu dann ansprechbar ist. Und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther, der hatte das ja schon so ein bisschen kritisiert. Er hat gesagt, man solle den Leuten keinen Scheiß erzählen. Und damit meinte er, um mich für diese Ausdrucksweise zu entschuldigen, dass man keine Gender-Debatten Ähnliches führen sollte, sondern dass man klare inhaltliche Prognosen abgibt, für klare Inhalte steht. Das war auch in der Vergangenheit so, wenn die CDU regiert hat, Adenauer, Kohl und auch Merkel, da gab es einen klaren Regierungskurs, der scheint aktuell bei der CDU zu fehlen. Max, vielen Dank für deine Einschätzung aus dem Deutschen Bundestag. Und damit nochmal zu dir, Janina. Wir haben es gerade gehört, Friedrich Merz wurde explizit angesprochen und Merz hat ja nochmal erneuert seine Aussage, seine Zusage, nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Und er hat gesagt, diese Brandmauer, die stehe. Wie kommt das denn an? Sind die Deutschen der Meinung, das ist der richtige Kurs oder sollten die Parteien mit der AfD zusammenarbeiten? Ja, das ist ja zumindest der Kurs, den wir in den letzten Jahren unter Demokratie als richtig erachtet haben, mehrheitlich. Und deswegen haben wir auch noch mal geschaut, ob das heute eigentlich immer noch so aussieht. Wir haben die Menschen gefragt, sollten andere Parteien sich dafür öffnen, nach der Bundestagswahl 25 auf Bundesebene mit der AfD zu koalieren, also wirklich auf höchstmöglicher Ebene. Hier sagen tatsächlich 37% ja, 6% sind unentschieden. Aber, und hier wirklich eine deutliche Mehrheit von 57% der Wahlberechtigten in Deutschland, die Nein sagen. Also auch hier sehen wir die Ablehnung für eine Öffnung hin zur AfD. Die ist noch mal hier deutlich größer. Janina, viele sehr interessante Zahlen in einer spannenden Zeit. Danke dir, dass du heute bei uns warst. Gerne. Und wir kommen an dieser Stelle nochmal zurück zu Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der fordert ja eine Reparatur der Nord Stream 1 Pipeline. Und die Bundesregierung soll sagen, was sie über CIA-Hinweise zum Anschlag wusste. Kritiker sagen, er versuche damit im AfD-Lager Stimmen zu fangen. Andere sagen, er teilt schlicht die Mehrheitsmeinung im Osten. Diese Pipeline ist gesprengt worden durch einen Anschlag, durch ein Verbrechen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir jetzt nicht rangehen sollten, diese Pipeline zu sichern und zu reparieren. Und ich glaube, dass die Menschen in Deutschland auch interessiert sind daran, was wir in Deutschland darüber wissen in der Bundesregierung, was die Hintergründe waren. Wir hören immer wieder, der CIA hat gewarnt, andere haben gewarnt. Was ist denn da jetzt eigentlich wirklich dran? Und diese Aussage, der widerspricht der grünen Politiker Anton Hofreiter entschieden, hält die Forderung des sächsischen Ministerpräsidenten, die Nord Stream Pipelines zu reparieren, für unverantwortlich und erfordert, dass CDU-Parteichef Friedrich Merz eingreift und ein Machtwort spricht. Diese Forderung ist vollkommen unverantwortlich. Es ist gelungen, sich aus der Abhängigkeit der Diktatur zu lösen. Das ist schlichtweg nur ein Signal in Richtung Putin, dass selbst schlimmste Kriegsverbrechen und eine Fortsetzung des unverantwortlichen Angriffskrieges von Teilen der Politik in Deutschland mitgetragen wird und nicht entsprechend verurteilt wird. Das ist die Aufgabe jetzt von Merz, da einzuschreiten. Nämlich, das ist ein Ausmaß von Irrlichtern und Anrichten von außenpolitischen Schaden, das auch die Möglichkeit eines Friedensschlusses verzögert, weil es, wie gesagt, Putin ermutigt, weiterzumachen. Das ist wirklich
schon beispielhaft im Negativen.